So, und damit hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier bei Folge Nummer 18. Der kleine Littles ist schon da oben. Wir wollen hier noch eine wankende Blüte platt machen. Und mittlerweile ist das wohl 20 Folgen her. Es ist ein bisschen dunkel, wie ich finde, dass mir geschrieben wurde, wie wir das überhaupt richtig machen müssen. Ich habe ja vieles falsch gemacht. Zum Beispiel unsere Zauberstöcke sind ja rot. Und das heißt, dass die kaputt sind. Wenn man hier was erkennen würde, dann könnte man auch da hochhüpfen. Und jetzt wissen wir, dass wir ohne Probleme die Waffe verbessern können. Und zwar habt ihr mir das geschrieben in den Kommentaren mit Schleifsteinen. Mit dabei ist der kleine XX Littles. Hallo. Hallo. Wir gucken mal nach Werkzeug. Warte mal. Schleifstein hier, guck mal. Können wir aus normalem Stein herstellen. Jetzt mache ich einfach mal ein paar. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich habe mal 10 gemacht. Und jetzt müssen wir irgendwie, jetzt wüsste ich noch nicht wie, jetzt müssen wir das auf die Waffe anwenden. Pass mal auf, wie geht denn das jetzt? Ich gehe mal in die Tasche und jetzt suche ich mir die Schleifsteine raus. Wo sind die denn? Wo sind denn die Schleifsteine? Da, da sind sie. Stellt für alle Gegenstände in der Aktionsleiste 400 Haltbarkeit wieder her. Es war nichts. Meine Ja. Armbrust ist fast kaputt. Die hat schon einen gelben Pfeil. Ach so, jetzt warte mal. Ich glaube, so geht das. Warte, ich komme gleich gucken. So geht das. Gucke mal. Wo bist du denn? Hier steh am Loch. Am Loch stehst du. Warte, ich schmeiß dir mal eben was vor die Füße. Das muss ich nochmal selber herausfinden, wie das geht. Warte mal. Man kann es ja nicht halbieren. Ne? Also hauen wir sie alle weg. Jetzt hast du auch Schleifsteine, ne? Ja, 23 Stück. 23? Ja, hier, gucke. Okay, die musst du jetzt unten ins Menü reinziehen. Zum Beispiel da, wo du eine Beere hast. Aber du, Papa, Ja. wir müssen immer noch rausfinden, was das ist. Was ist? Das da. Dieser bunte Stein. Das werden wir noch rausfinden. Dieser bunt glitzernde Stein, das werden wir noch rauskriegen, was das ist. So, jetzt ist das nächste. Wo sagtest du, wo ist eine wankende Blüte? Eine wankende Blüte, warte, ich zeig's. Da Hier ist ein unten, wo der Haus. ganze Betrieb ist. Okay, warten wir mal ein bisschen. Wir könnten ja mal versuchen zu schlafen, aber das geht hier nicht. Sag mal, ist das nicht die Karte hier? Muss ja auch irgendwo. Hier muss ja auch irgendwo unser Zuhause sein. Da brauchen wir mal ein Bett und dann können wir bestimmt auch die Nacht verbringen. Das ist ja der Hammer, ich sehe hier nichts. Da müssen wir eben mal, pass mal auf, da fangen wir mal mit dem da an. Mit wem? Mit der Schildkröte? Ich mache einfach diesen. Du meinst damit? So, jetzt können wir nur hoffen, dass er hier hochkommt. Ah, geht natürlich nicht. Das ist, dass ich hier runterfalle. Aha, na, der trifft mich natürlich. Top. Schattenkrieger der Stars. Jetzt sind wir gesund. Okay, da warten wir eben mal. Kriegen wir den einzelnen platt? Warte mal, was mal, wir könnten jetzt auch. Achso, hast du die Schleifsteine unten bei dir in die Rüstung reingemacht? In die Leiste? Welche Du Leiste? musst jetzt die Schleifsteine hier unten reinmachen. Irgendwo hier hin zum Beispiel, ne? Und dann musst du sie einmal benutzen, dann gehen deine Waffen wieder ganz. Prima. So, jetzt ist es dunkel. Gleich nicht mehr dunkel, meine ich. Da ist eine wankende Blüte. Schaffen wir denn die von hier oben aus? Guck mal, hilf mir mal. Ich treffe sie noch manchmal. Komm mal ein Stück näher an den Rand hier. Jawohl, wir haben sie abgeschlossen, die Mission. Alles klar. Du schießt einfach mal Donnergott auf mich. Ich gehe mal schnell zum Jäger und sag dir mal, dass wir es geschafft haben, die wankenden Blüten zu besiegen, ne? Das sollte reichen. Jetzt können sich alle ein bisschen sicherer fühlen. 399 Erfahrungspunkte und eine Maske oder was? Eine Trophäe. Eine Trophäe einer Blüte. So. So, also schwieriger habe ich erstmal geschafft. Das ist gut. Jetzt suchen wir uns mal. Da hinten ist unser Haus. Ja, genau. Da oben ist es doch. Jetzt hüpfe ich einmal hier runter. Was ist denn das hier alles? Ach du, da ist eine Schildkröte. Baumwolle.
Oh nee. Ich habe voll Lust auf diese Schildkröte. Wo ist denn die? Supi, Achtung, sie kommt. Was hast denn du da? Ich sehe das hier. Die war jetzt platt mit meinem reparierten Zauberstab. Das kleine. So. Du hast sie! Ja, genau, mit dem reparierten Zauberstab geht alles ein bisschen besser. Ist ja auch erst 10 Folgen her, dass sie mir das alle empfohlen haben. Das ist jetzt die 18. Oh, guck mal, da hüpft doch irgendein Schleim bei mir am Zuhause rum. Das heißt, wir werden wohl mal Hauswände brauchen. Ich komme da hoch. Bist du gleich da? Naja, mir geht es gesundheitlich noch relativ gut. Ich habe Glück mit meiner neuen Rüstung. Die scheint das ganz gut aufzufangen. Los, komm. Ich töte. Und das war doch auch schon mit meinem reparierten Bogen. Das ist super, ne? Mit so reparierten Waffen kann man mal richtig arbeiten. Ich gucke mal, was da unten so los ist. Du, ich kann mich noch erinnern, dass wir irgendwas wollten wir machen. Und zwar wollten wir wohl für dich, glaube ich, eine neue Rüstung bauen, ne? Jetzt will ich mal eben schnell gucken. Wie war denn das? Was brauchten wir? Fertigung? Was ist denn da unten los? Guck ich mir gleich an. Warte, pass auf. Waldläufer, wir brauchen. Du Papa, da unten stehen zwei Schildkröten, zwei Lavaschleime und ein Skelett. Okay. Du hast schon die ganz normalen. Nee, ach! Juhu, ich kann für dich schöne Sachen bauen. Einen Umhang habe ich doch schon für dich gebaut, ne? 45, 60, 15, 30. Jetzt kriegst du von mir eine neue Hose. Ich gebe dir eine neue Hose. Okay. Den Umhang hast du doch schon, oder? Ja. Warte. Ja, genau, das ist der. Guck mal, hier ist eine Hose für dich. Warte. So. Zieh die dir mal an, die Hose, und ich gucke mal, ob ich hier noch weiteres Kupfer schmelzen kann. Das müsste ja dann Schmelzofen. Großer Steinziegelblock, nee. Hey du, ich hab schon eine Hose. Aber, ja. doch nicht so eine. Gucke doch. Aber doch nicht so eine. Guck mal, die sieht doch jetzt neu aus. Die ist nämlich mit Kupfer gemacht. Leg die dir mal an. Ja, du kriegst doch mehr von den Klamotten. Ich brauche also Kohle. Ah, dafür hatte ich, glaube ich, das hier. So, jetzt guck mal, was da unten los ist. Kann man Kohle gar nicht herstellen? Ich dachte, man hätte Kohle herstellen können aus Holz. Das wäre jetzt natürlich einfach gewesen. Das geht bestimmt, aus Holz Kohle zu machen. Papa, mein grüner Smaragd ist weg. Dein grüner Smaragd? Ich glaube, einen grünen Smaragd hast du bestimmt mir gegeben und aus dem habe ich dir, glaube ich, bestimmt gerade die Rüstung gemacht. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Achso, das ist nee, Rüstung. Der Smaragd ist schon lange, lange weg. Und hier kann ich Zauber lernen. Schießt einen Feuerball, der Feuerschäden verursacht. Aber wahrscheinlich kann man das nur einmal machen. Das müsste ich mir mal angucken, ob das dauerhafte Zauber sind. Wie das funktioniert, weiß ich noch nicht. Mana-Trank brauche ich auch noch nicht. Das würde ich aber dann wahrscheinlich brauchen. Und wir können den Schmelzofen natürlich mit Hilfe von gewissen Blöcken upgraden. Dann gehen wir jetzt mal Kohle suchen. Jetzt müssen wir also gucken, jemand hat mir auch in die Kommentare geschrieben, mittlerweile vor 20 Folgen, dass man auf der Karte immer sehen kann, was es da zu holen gibt. Pass mal auf, die drei Punkte, die Karte. Was gibt es hier? Wir sind jetzt also da. Giftmaten, Moospanzer, wankende Blüten als Tiere, Baumwollbüsche. Da siehst du das. Aha, und es gibt hier Kohleblöcke. Also suchen wir hier Kohleblöcke. Das heißt, hast du noch deine Spitzhacke? Ich habe noch eine Spitzhacke. Eine ganze. Ich habe gar keine mehr. Aha. Ich kann dir meine Spitzhacke geben. Warte, nö, ich baue mir eine. Baust du eine? Ich kann dir meine geben, die ist gar nicht. Wir müssen Kupfer und Kohle suchen, okay? Hm? Na, dann such du mal mit deiner Spitzhacke nach Kupfer und Kohle. Ich baue mir eine. Warte. Was denn, was denn? Meine Spitzhacke. Okay. Was ist das? Ich
mal kurz gucken. Optionen. Wenn Third Person Kameraachsen. Ach so. Das ist nur das. Tutorial, Qualität. Ich dachte, man kann bei Third Person ein bisschen näher ranfahren. Fadenkreuz verwenden, Bildschirm, Joystick im Bereich, Schema brauchen wir nicht. So. Okay. Werkbank ist hier. Hast du mir deine Spitzhacke schon gegeben jetzt? Ja. Müsstest du eigentlich haben. Ach, gucke mal. Pflüge Erdblöcke um und mache sie in fruchtbaren Ackerboden. Pflanzen wachsen auf Ackerboden dreimal so schnell. Bergbaukralle baut Edelsteine und andere magische Blöcke effektiv ab. Da brauche ich nur Kupfer für. Kupferne Spitzhacke. Brauche ich nur Holz und Kupfer. Holzfälleraxt. Aha. Steinspitzhacke. Brauche ich nur Holz. Ach so, ich habe die doch schon. Dann ist ja das die Steinspitzhacke. Du hast mir gerade noch eine ganze gegeben. Alles klar. Was ist denn das hier? Sprengbombe. So, dann wollen wir mal gucken, wie finden wir denn jetzt hier Kohle? Wahrscheinlich müssen wir uns dafür irgendwo eingraben. Guck mal, hier steht einfach so. Wo steht einfach so irgendwas? Hier steht was. Papi, ich kann Doppelsprung machen. Kannst du Doppelsprung machen? Nö. Ich aber, guck mal. Warte mal. Hä, echt jetzt? Siehst du? Ob das daran liegt, dass ich dir eine neue Hose gemacht habe? Cool. Ja, das ist natürlich. Ich kann einen Doppelsprung machen. Das ist natürlich ziemlich cool. So, hier ist Kohle nicht, aber Holz. Jetzt kann ich drei hoch. Drei sogar? Ja, gucke. Zack, zack. Wo bist du denn? Hier. Okay, pass mal auf. Guck mal. Warte, der quatscht mich gerade voll. Okay, nochmal. Wo bist du? Hier. Dann mach doch mal. Okay, Ich bin die drei Blöcke hochgekommen. Das stimmt. Das stimmt. Drei Blöcke kommst du jetzt hoch. So, jetzt lass uns mal Kohle suchen. Okay, wieso geht hier nicht letztens meine Treppe runter? Ich habe hier doch in den letzten Videos so eine Treppe gebaut. Das stimmt, hast du gemacht. Kohle müsste rein theoretisch aussehen wie Stein, nur schwarz. Papi, da unten ist was. Im Wasser ist was. Schau mir das mal näher an. Siehst du das da? Was denn? Hier, das. Warte. Ja, stimmt. Was ist denn das? Oh! Du, wir müssen atmen. Ab und zu mal raus aus dem Wasser. So, kommst, musst du rauskommen. Ich ertrinke. Nee, hüpf raus. Nicht ertrinken. Und sowas. Irgendwelche magischen Artefakte. Das werden wir alles immer mal brauchen. Ich gucke mir das später mal bei dir ganz genau an. Was kann denn das? Okay, es kann schon mal nichts. Es kann schon mal nichts, das ist gut. Hier ist wieder Wasser. Ich habe hier eine Kiste noch zur Hand. Eine kleine. Eine kleine Kiste hast du zur Hand? Mhm. Das ist gut. Aber die brauchen wir, glaube ich, nicht. Also ist das hier etwa Kohle? Jetzt gucken wir uns das mal an. Habe ich jetzt Kohle abgebaut oder was war das? Das ist schwer einzuschätzen. Gartenpilz. 21 Steine habe ich. Jetzt gucke ich mir das mal an. Papi, du bist unter Wasser gerade. War das ein Stein? Zweimal Kohle, siehst du? Hier das Schwarze ist Kohle. Dreimal Kohle. Alles klar. Also das heißt, dann mal umgucken. Oh nein. Dann holen wir uns jetzt hier alles klar. Das ist also alles Kohle. Papa, haben wir schon mal das kaputte Haus hier gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also mir ist das alles neu hier. Wir haben uns noch nicht so viel angeguckt hier. Dann kommen wir hier zu mir. Hier ist ein Haus.
So, warte, ich will aber raushüpfen. Jetzt habe ich Erde abgebaut. So, warte mal. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was ist denn das eigentlich hier? Trophäe einer Blüte. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich habe 6 Blöcke Kohle. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Kohle und Kupfer brauche ich. Jetzt repariere ich erstmal. Ich mache nochmal schnell 2 Schleifsteine. Zack. Alles easy peasy. Dann gehen wir mal hier hin. So, das ist, jetzt machen wir die mal alle ganz, das ist cool. Funktioniert aber ganz gut so. Zack, jetzt habe ich eine funktionierende Spitzhacke auf jeden Fall. Hier haben wir auch nochmal Kohle. Da oben ist eine wankende Blüte. Na, aber jetzt brauchen wir sie nicht mehr platt machen, oder? Ne, 3 haben wir doch, oder haben wir nur 2? Ne, wir haben 3. Das war Erde, okay. So, siehst du noch schwarze Steine irgendwo? Ich sehe nicht schwarze Steine. Oder Kupfer? Wenn du irgendwo Kupfer siehst, kannst du mir auch Bescheid sagen. Ich sehe nichts, ich kümmere mich hier noch nicht mit den Blöcken aus. Also Kohle sieht so schwarz aus. Sieht aus wie schwarzer Stein. Yep. Ah, ich sehe die wankende Blüte. Du siehst sie. Ich mache sie eben schnell kaputt. Oder die macht dich platt. Wollte ich auch gerade sagen. Oder die macht mich kaputt. Auf jeden Fall, so kriegen wir gut nice Erfahrungspunkte.